Nachdem die Leichtathleten ihre Medaillen der diesjährigen Europameisterschaft abgesahnt haben, gehörte die blaue Weltrekordbahn im Olympiastadion Berlin den Teilnehmern des Fairplay-Laufs 2018. Ich bin hier, weil ich meine Laufgruppe noch mal animieren wollte, heute auszulaufen. Hab eine Mail bekommen, hab uns gleich sozusagen fast alle angemeldet. Ich habe gar nichts gewusst von dem Lauf zuerst. Finde das toll, zusammen hier dieses Erlebnis zu haben. Einfach so einen Fun-Lauf zu machen. Fair-Play-Lauf ist auch eine tolle Sache, was die Olympische Gesellschaft hier tut. Das macht einfach Spaß. Die Deutsche Olympische Gesellschaft Landesverband Berlin lud am vergangenen Dienstag zum traditionellen Fairplay-Run, unterstützt von Lotto Berlin und der AOK Nordost, ins Olympiastadion in Berlin ein. Wie schon die Jahre zuvor wollte die DOG olympische Werte wie Fairness, Gleichheit und Gerechtigkeit stärken. Es geht um olympische Werte, ums Dabeisein, jeder nach seinen Möglichkeiten. Leistung macht Spaß, das ist für uns ein ganz wichtiges Motto in der Deutschen Olympischen Gesellschaft. Und das sind individuelle Leistungen, jeder nach seinen Möglichkeiten, und das machen wir hier. Zahlreiche Läuferinnen und Läufer sowie Walkerinnen und Walker jeden Alters durften eine halbe Stunde lang, jeder nach seiner Kondition und seinem Tempo, den Fairplay-Lauf bestreiten. Diese 30 Minuten konnte man entweder durch Laufen, Joggen oder Walken absolvieren. Es gibt ganz, ganz viele Menschen, die können sich nicht bewegen, und ich möchte einfach dieses Gottesgeschenk nutzen, um mich einfach fit zu halten, aber auch für die Leute, die es sich nicht können, Spaß am Leben zu haben und einfach zu zeigen, egal was ihr habt, macht mit, bewegt euch. Bewegung ist wichtig und sollte definitiv nicht vernachlässigt werden, denn Bewegung und Laufen halten fit, gesund und machen glücklich.